nachlassen würde, bleibt das jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten? Absolut. Die Leute haben ja bald Weihnachten vor der Tür. Danach ist die Urlaubssaison bis Januar. Also hier wird gefeiert mit Asado, mit Grillfest, mit Party. Die können das nicht glauben. Das wird anhalten, mindestens bis ins nächste Jahr hinein, dass die Menschen hier durchfeiern. Die Spieler gehen in ihre verschiedenen Städte und Vororte, aus denen sie stammen. Und da wird weitergefeiert mit den alten Bekannten. Selbst Papst Franziskus ließ gestern Abend ausrichten, er habe sich gefreut und habe wie alle anderen mitgelitten, als man ihm über das Spiel berichtete. Wie kam dieses Statement des Papstes in Argentinien an? Ja, der Papst wird hier natürlich am Rande wahrgenommen als einer von ein Argentinier in Rom. Aber es geht da hier eigentlich um die Freude. Es geht hier um eine wirklich völlige Freude, ein Abfeiern, wie man hier sieht. Der Papst wird da gerne gesehen, aber hier geht es darum, Messi und die anderen 10 zu feiern. Matthias, ich weiß nicht, ob du mich noch verstehen kannst. Ich versuch's mal weiter. Präsident Fernandez hat einen Nationalfeiertag angeordnet. Damit das Land den Sieg feiern kann, tun sie auch, wie wir sehen. Wie werden die Feierlichkeiten heute noch aussehen? Ja, heute wird hier durchgefeiert. Ich denke, bis Mitternacht und länger. Keine Ahnung, ob das hier alles... Ruhig! Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Die Sache hier eskaliert. Ich gebe zurück nach Hamburg. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Matthias Ebert in Buenos Aires.